Fluorid ist aber. Mana-Gems. Nochmal Mana-Gems habe ich auch. Blockkohle-Ione. 430er Durability. Das ist. Nesarit hat über 1000. Eternium. Osmium. Zink. Terracycla. Was ist. Bronze hat 115. Was ist ein Eisen? Repressed Iron, Steel, Aluminium, Nickel. Bronze ist, glaube ich, schon. Die Frage ist, ob Bronze noch einen Tacken stärker ist als. Aber das ist schon Stufe 3, ne? Bisschen Eisen, ey. Andesit-Alloy, auch, ja. Klogrum. Da ist Iron. Iron hat auch 115. Aber hat eine schlechtere Stats-Integrity hier. Und Workable sind weniger. Magic hat zu mehr, aber Magic interessiert mich meistens wenig. Hat T2. Links hat auch T2 Eisen, ne? Wo ist Eisen? Scheiße. Ja. 5,46. Genau dasselbe, okay. UT6, klar. Uterium. Uterium wäre schon stärker. Hätte auch 4. Aber was ist Uterium? Keine Ahnung, was Uterium ist zum Beispiel. Müssen wir gleich gucken. Gewitter finde ich eine Liste, ey. Warte mal. Tetra, Minecraft, Best Tools. Best Weapons Tools für Tetra. Reddit. Moin Okuras! Morgen ist alles weg. Fake Player. Nein, Caretaker, einen wunderschönen. Ja, ist wieder eine richtig geile Sache für die ganze Jahr. Von Dingens gab es wenigstens so eine geile Liste. Dann gucken wir selber. Pass auf, wir gucken mal. Copper ist zum Beispiel weitaus schlechter. Wir müssten wahrscheinlich. Oder hier Steel wäre zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Uterium, Steel. Gut, Elementchen brauchen wir nicht drüber reden. Oh, Bars wäre sogar besser, okay. Refined Glowstone ist gar nicht mal so schlecht. Refined Glowstone ist echt gut. 10,1. Die Frage ist, gehen wir jetzt schon auf 3 versuchen? Ne, 3 ist Blödsinn. Da brauchen wir einen höheren Tierhammer. Also Uterium. Uterium oder. Was ist denn Uterium? Lass mal gucken. Uterium Ore aus der Undergarden. Okay. Was auch immer der Undergarden ist, ne? Der Undergarden ist wahrscheinlich irgendwo was unten unter uns, oder? The Undergarden. Iron Ore. Der sieht anders aus. Das sieht ganz anders aus. Ach, die habe ich schon gesehen. Die habe ich schon gesehen, die Dinger. Warte mal. Wo habe ich die gesehen? Die habe ich unter Wasser gesehen, die Dinger.
glaube hier. Das ist hier der Ziel gewesen, aber hier war das glaube ich nicht. Ne. Hier war es glaube ich irgendwo. Hier habe ich die gesehen, die Dinger. Das sind so wie so Aquadome unter Wasser. Okay, man sieht die nur nicht. Okay. Ja, das stimmt. Mit dem Dingens. Mit den, mit dem, dass da keine Beschreibungen sind. Ja, das stimmt, das recht. Aber, muss man besser halt draus machen, ne? So ist es. So, wie machen wir einen Stil? Hier. Der gute alte Stil. Stil Dust. Mit dem Enriched Iron natürlich im Infuser, wie immer. Crusher Upgrades, okay. Ja. Toll. Mhm. Frost. Ja, also auch Mechanism. Apropos Mechanism, ich kann immer meinen. Gemahlenes Ohr hier rausholen. Ah. 61 Stück aus 34 Stück oder so. Passt. Schmeckt. Würde ich sagen. Oder mal hier brutzeln. So. Ich könnte tatsächlich mehr von denen machen. Weil eigentlich wäre mir das scheißegal. Wir gucken erstmal. Gucken wir mal hier kurz. Storage-Systeme. Auf jeden Fall will ich Dwar noch haben. Was mich interessieren würde. Die Pipes. Die machen wir mit Tin. Was richtig easy ist eigentlich. Okay, ich gehe auch schlafen. Was eigentlich richtig easy ist. So. Wie war das nochmal? Was brauche ich denn dafür? Was? Mit die Draws. Holz brauchst du dafür, eine Kiste. Ja, nein, bei den Storage-Draws konntest du ja die automatisieren. Du hast was in so einen Hop reingeschmissen. Der Controller meinst du? Controller, genau. Den Controller. Der gute alte Controller. Controller, wo ist er denn jetzt? Was ist denn eine Atze? Control Controller. Brauchst du den Sklave auch noch dazu oder nur den? Ne, brauchst du nur den Controller dafür. Für den, okay. Der Slave ist, glaube ich, für die. Ach, hier kann man es, wie sieht der Durability und so. Pink Slime und Hohe zum Beispiel. Gut. Brauche ich Redstone? Gaia. Netherquarz brauche ich. Neptunium. Okay. Ja, Alfseel ist geil. Invar ist auch nicht schlecht. Invar ist eigentlich nur Eisen und Nickel. Das kann ich eigentlich locker machen. Dafür brauche ich aber nur, glaube ich, den Dingenskirchen. Genau, den Alloy killen. Und Immersive. Theoretisch. Oder gibt es auch von einem anderen was von? Stimmt, den Mixer. Den Miski. Sag ich jetzt lieber nicht. Was denn? Ja, ja, ich weiß schon, was du sagen ja, wolltest. Ja, 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 ja. Ja. Create, da muss ich doch sowieso den Mechanical Mixer als nächstes machen. Easy. Das machen wir jetzt auch.
So, das heißt, den machen wir jetzt. Dann machen wir nämlich Ingwer. Dann Ingwer, weißt du? Machen wir. Wir brauchen einmal das, zweimal das. Wir brauchen Andesit und dich einmal. Wir brauchen nämlich wieder so ein Klümpchen. So, Klümpchen. Ein paar Cockwheels. Ich hoffe. 5 Eisenplatten und nochmal zu. Ich hoffe, das reicht. 5 Eisenplatten brauchen wir. Ping. Bung. Fertig. So, dann müssen wir nochmal das haben. Da brauchen wir noch zweimal so ein Dingen hier. Och Mann, jetzt muss ich wieder doch wieder rausgehen. Jetzt muss ich wieder Kühe jagen. Ja, jag doch mal so eine Kuh. Was ist denn mit dir? Hier ist extrem schlecht, Kühe zu finden. Oder muss ich, oder kann ich mir das sparen? Natürlich nicht, kann ich mir nicht sparen, schade. Mhm. Das sieht aber ganz schön anders aus. Wie wollen Sie das denn? Brauche ich erstmal nicht. Boah, ich brauche nur einen Basin. Ein Basin! Das müssen wir überlegen. Ich brauche dafür wahrscheinlich die Dinger, oder? Das sieht stark danach aus, dass das oben angetrieben wird. Das heißt, ich muss nach oben. Genau. Ich muss nach oben. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Vertical Gearbox. Gearbox. Eine Vertical. Da brauche ich wieder so ein Casing. Ein, was ist das? Das ist ein Loch gewesen, glaube ich, ne? Holz. Gehölz. Und noch? Und da haben wir wieder zwei. Einen Diamanten brauche ich. Oh, Scheibe Kleister. Na. Das brauchen wir noch. Welche Höhe ist Diamant? 10. 11. So, eine Vertical Gearbox brauche ich. So. Und dann müsste ich eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das Ding hier drauf setzen. Das Ding da dran setzen und das Ding da drunter. Irgendwie. Geht natürlich nicht drauf. Auf jeden Fall sieht das lustig aus, muss man ja sagen. Wenn ich das jetzt so mache, geht das? Nein. Soll ich da reintun? Ja, wo bist du hin? Oder? Hast du zufällig einen Diamant? Ja, nicht nur einen. Ja, klar. So eine Frage. Okay. Kann ich mir mal einen von dir nehmen? Ja. Mach einen Schaft da dran. Mach ein Schäftchen hier rein. Aha. Easy. Cool. Dankeschön. Die Frage ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen, die man sich fragt.
Frage aller Fragen, die man sich fragt, ist, ob das funktioniert so, ne? Ich habe keine Ahnung. Deswegen schauen wir gleich mal. Laut Dingens ja. Heated. Wie der muss. Was ist das denn da drunter? Der Blaze Burner. When housing and tame Blaze. Och nö. Okay, ich habe was anderes vor. Ich habe eine andere Idee. Wir crushen das Zeug jetzt. Okay, das ist nämlich dann das Problem. Iron Dust. Kriegen wir, hoffe ich, ja, wir kriegen das auch so. Sehr gut. Da machen wir jetzt nämlich Invar. Wir müssen nämlich das heaten. Mit dem Tame Blaze, das wollen wir noch nicht haben. Aber wir haben den Mixer fertig, immerhin. Und wir kriegen, was haben wir denn gekriegt? Wir haben 2 Power Tool Latch gekriegt, keine Ahnung wofür. So, wir haben das 2-mal. So, dann haben wir den Mixer nämlich auch. Da ist nämlich der Blaze Burner, da ist er. By right-clicking an empty burner on Ether. On Blaze, consume the mob or Blaze Spawner. Das heißt, ich muss mir das Ding erst bauen und dann muss ich mir Blaze besorgen. Ja, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Jojo, jojo. Danke. So, und jetzt kann ich mir Invar machen, ne? Sehr gut. War da nicht das Ding von Tetra? Ach ne. Wo hab ich das denn gelassen überhaupt? So, einen Hammer überhaupt da. Ach, da wird der normale Workbench, achso. Jetzt verstehe ich's. Das wird mir voll am Sack. Ja. Verstehe ich. Kann ich voll und ganz verstehen. Ehrlich gesagt. Weil das Wetter ist echt momentan nervig. Ist wirklich so. So, ich hätte gerne eine Iron Pick. Ja, warum nicht? Ach so. Ja, ich komme ja schon. Wie lange haben wir denn noch? Frage ist halt bei den Handles, frage ich mich halt, wie geht das? Was kann man da reinmachen? Achso, okay.